Schaffe reine Länder auf der ganzen Welt. Ich habe Tempel gebaut und Gärten angelegt, um Menschen buddhistischen Glaubens aus allen 10 Richtungen darin empfangen zu können. Ich habe komfortable Unterkünfte für die Pilger bereitgestellt, Versammlungssäle für die Anhänger gebaut, köstliche vegetarische Speisen angeboten und für Orte der Ruhe gesorgt. Ich lehre den Buddhismus mit Hilfe der verschiedensten Mittel und verausgabe mich dabei bis zur Erschöpfung. Zu den Veranstaltungen in unserem Tempel lade ich Paare ein, zu Dharma-Zeremonien die gesamte Familie. Ich engagiere mich für die Wohltätigkeitsprojekte, um die von Geburt, Alter, Krankheit und Tod ausgehenden Leiden zu lindern. Kindergärten und Waisenhäuser für Kinder, für die alten Menschen ein Altenheim und das Krankenhaus in Fuguang, das mobile Krankenhaus in Yunshui und den Begräbnisgarten. Ich fördere buddhistische Studienkurse. Ich glaube nicht daran, dass die menschliche Welt verunreinigt ist und wir nur nach dem Tod in einem reinen Land wiedergeboren werden können. Mit unserem Glauben und unserer Hingabe können wir auch in dieser Welt ein reines Land schaffen, in dem die Gläubigen Nahrung für Geist und Körper finden und die Dharma-Freude erleben können. Im Diamant-Sutra heißt es, auf diese Weise überwinden wir den Geist. Ich führe alle Lebewesen in das Parinirvana, unabhängig davon, ob sie aus einem Ei geschlüpft oder in einem Leib gewachsen sind, sich aus einem Laich oder durch Metamorphose entwickelt haben, ob sie Form haben oder nicht, ob sie wahrnehmen können oder nicht, weder wahrnehmen noch nicht wahrnehmen können. Es besagt auch, dass es besser sei, einen vierzeiligen Vers der Weisheit zu lehren, als die 7 Schätze in den Kosmos der 3000 großen Chirokosmen zu geben. Wir helfen den Menschen sowohl mit materiellen Dingen als auch mit Bildung, sodass ihre Seele frei sein kann. Aus diesem Grunde baue ich da, wo andere Tempel bauen, lieber Vorlesungssäle, Meditationsräume, Konferenzsäle, Bibliotheken und audiovisuelle Zentren. Wenn sich andere für Wohltätigkeitsprojekte engagieren und mit den Gesängen aus den Schriften befassen, würde ich lieber buddhistische Zeitschriften und die Tripitaka veröffentlichen, buddhistische Hochschulen gründen und Menschen in der Verbreitung des Dharmas unterweisen. Obwohl man viel Geld benötigt, um solche Einrichtungen zu bauen, habe ich kein besonderes Interesse an den Reichen. Gerne nehme ich kleine Spenden von den normalen Leuten an. Ich trete dafür ein, dass das Geld in den Händen der buddhistischen Laienanhänger bleibt und lehne Spenden, die die Mittel des Gebers übersteigen, ab. Ein Scheck über 1 Million Dollar ist genauso viel wie 1000 Schecks über 1000 Dollar. Trotzdem ist mit Letzteres lieber, weil kleine Spenden eine nicht versiegende Quelle darstellen. Wichtiger noch, bieten sie die Möglichkeit, freundliche Beziehungen herzustellen, und sie ermöglichen es, dass sich ein jeder eines Verdienstes um die gute Sache würdigen kann. Um die buddhistische Sache voranzubringen, gründete der Meister Matsutoyi ein Kloster und stellte Meister Huaihai aus Paichang-Regeln auf, um die Sangha-Buddhisten zu vereinigen. Eine solche systematische Organisation ist für das Vorankommen des Buddhismus von äußerster Wichtigkeit. Leider wissen die Buddhisten von heute nicht, wie man die Lehren in zeitgemäßer Form verbreiten kann. Heute findet man die Güte und beispiellosen Vorgehensweisen der Gründungsmeister nur noch in den Schriften. In der Praxis kann man sie leider nicht erleben.